Unser ganzes Dasein unterliegt einem ständigen Prozess der Modernisierung, so auch der Transport. Ob Schiene, Straße, Luft oder See, niemals bleibt die Entwicklung stehen. Das ständige Verlangen nach mehr Schnelligkeit und auch Sicherheit bedeutet eine ständige Herausforderung der Technik. Nur so konnte sich zum Beispiel unser heutiges weltumspannendes Verkehrsnetz entwickeln. Und so löste unter anderem der Bagger die Arbeitskolonnen mit Hacke und Schaufel ab. Ein Bagger zum Beispiel ist ein höchst fortschrittliches Gerät zur Vereinfachung und Verbilligung im Bauwesen. Aber man muss ihn von Baustelle zu Baustelle transportieren. Und das sicher, schnell und wirtschaftlich. Dazu benötigt man Fahrzeuge in jeweiliger Anpassung an die Abmessungen und Gewichte der Maschinen und Geräte. Es entstanden Spezialfahrzeuge außerhalb üblicher Normen mit niedrigen, aber großen Ladeflächen, hohen Achsdrücken und entsprechenden Bereifungen. Nicht nur aus Rücksicht auf gesetzliche Bestimmungen, sondern auch aus Gründen der Wendigkeit fanden schon lange Allradlenksysteme Anwendung. Zum Zwecke der Be- und Entladung war es seit Jahrzehnten notwendig, mit viel Mühe und Zeitaufwand diese Achsaggregate auszufahren. Hoher Verschleiß war eine weitere negative Begleiterscheinung. Selbst auf ebenem Boden waren 2 bis 3 Mann Bedienungspersonal erforderlich. Welche Baustelle hat schon ebenen Boden? Hier verspürten wir die Herausforderung des Düsenzeitalters. Schneller, wirtschaftlicher. Ein Tiefladesattelzug der leichteren Klasse, beladen mit einem LKW. Klar erkennbar ist der ausgezeichnete Spurlauf und das mühelose Befahren von Engpässen. Die Zwangslenkung gestattet spurtreues Fahren vorwärts wie rückwärts. Und nun tritt die konkurrenzlose Entwicklung der Kammack in Aktion. Der hydraulisch abfahrbare Schwanenhals. Ein einziger Fahrer löst die Verbindungen für Bremsluft und Schlussbeleuchtung sowie die mechanische Sicherung. Alsdann betätigt er mittels Knopfdruck die Hydraulik im Schwanenhals. In kontinuierlicher Folge senkt sich das Tiefbett, der Schwanenhals streckt sich, wird entkuppelt und gleichzeitig löst sich die Lenkverbindung. Ohne Verlassen des Fahrerhauses kann der Fahrer die Zugmaschine samt Schwanenhals wegstellen. Hydraulisch abfahrbare Schwanenhals ist einer von vielen Beiträgen zur Vereinfachung von Arbeitsvorgängen im Schwertransport seitens der Kammack-Transporttechnik.